Hi, neues Altbau-Update. Während meiner Abwesenheit haben die hier auf jeden Fall ein bisschen was gemacht, wo ich gerade selber überrascht gewesen bin. Zum einen haben wir beispielsweise da oben an der Stelle einmal einen Lampenauslass. Können wir uns gleich vom Obergeschoss nochmal angucken. Da wird auf jeden Fall Dauerstrom auf der Leitung drauf sein. Der hat sich auch schon die Lampe geholt. Das wird eine Lampe sein mit integriertem Bewegungsmelder und Überwachungskamera und solche Geschichten. Des Weiteren hier die Außensteckdose, die wurde eingebaut, aber da wurde die nicht ganz rangedrückt bekommen und so weiter. Deswegen haben sie es hier nochmal mit Silikon ein bisschen umschlossen ringsherum, was auch ganz okay ist. Ansonsten funktioniert die ganze Geschichte. Dann können wir auch kurz mal reingehen. Hier wurden die Wände schön gemacht an der Stelle beispielsweise. Muss aber eben noch alles gestrichen werden. Im Badezimmer sind sie gerade auf jeden Fall zugange. Hier sehen wir beispielsweise, dass schon die Fliesen angebracht worden sind. Und der ist gerade dabei, hier die Deckenkonstruktion zu machen aus Holz. Da auch mit der Schräge und alles bedacht. Oh, hier so mosaikartige Stückchen, um das zu verkleiden. Und ja, hier haben sie noch offen gelassen, das meine ich damit, wie weit es noch hineinguckt und so weiter. Natürlich, die Dauerphase ist auf jeden Fall mit Vagoklemmen an der Stelle fixiert. Das ist auch schon eine ganz schöne Schicht hier, die sie nach vorne kommen mit dem Fliesen. Und dann können wir jetzt an der Stelle, weil hier ist erstmal nichts zu sehen, hier, ah doch, hat er gespachtelt, die Gipskarton, die Leitungen alle ausgeführt. So sieht das Ganze aus. Da oben müssten auch theoretisch noch Vagus drauf gemacht werden. Da wäre theoretisch Spannung drauf, wenn man im Endeffekt hier zuschaltet über die zweite, nee, oder? Nee, doch hier über die Wippe. Die ist für die Außen und das ist für Flur. Und, ah nee, was laber ich? Das hier ist für Flur Hauptbeleuchtung, das ist für Flur LED-Stripes und das hier ist der Schalter für den Eingangsbereich, der mit dem hier eben den Wechselschalter ergibt. Küche in dem Fall haben wir auch schon so gesehen. Genau, dann können wir tatsächlich jetzt an der Stelle mal kurz nach oben gehen. Hier habe ich schon ein bisschen aufgebröckelt. Hier war eben verschlossen. Ich dachte mir, es besser vorm Streichen dann dementsprechend die rauszunehmen und so weiter, damit das schön sauber ist. Der hat selber oben ein Loch gebohrt zum Dachboden hin. Die Leitung, die zum Badezimmer geht, die hat er sich wieder reingeführt da, die bleibt aber leer. Das ist die Leitung, die da oben an der Gipskartonplatte liegt. Ah, hier hat er tatsächlich auch noch so einen Plan bekommen, gefunden. Baddeckenbeleuchtung, Flurbeleuchtung und was da so alles an der Stelle draufsteht, Schalterspiegel von unten. Und ja, hatten sie so eine Legende noch aufgeschrieben an der Stelle. Er hat auf jeden Fall, da sieht man die 3x5, die er da hingezogen hat nach oben. Und dann hat er festgestellt, dass oben tatsächlich schon Lampe und Licht ist, wo auch tatsächlich Spannung drauf gewesen ist, wo dies hier totgeschaltet gewesen ist. Meinte er, hast du das irgendwie zugeschaltet oben? Nö, wissen wir gerade auch nicht, von welchem Leitungsschutzschalter oder wo die Leitung herkommt, die zum Dachboden für Licht hingeht. Naja, jetzt hat er auf jeden Fall zwei. So, das hier hat er abgeklebt. Hier an der Stelle habe ich auch schon ein bisschen aufgemacht. Immer vorsichtig, damit man den Rand hier richtig schön macht an der Stelle und so weiter. Hier habe ich auch schon aufgeklopft. So sieht das Ganze aus. Hier gucken noch die beiden Adern her. PE und Neutralleiter. Und hier kommt Phase und die korrespondierenden. Können wir ja kurz auch abmachen. Genauso sieht das Ganze aus, wo ich das gezogen habe. Und hier können wir einmal selber, nehme ich mal die Kamera in die linke Hand. Hier ist quasi noch zu und da mit dem Hammer gegenschlagen. Und darunter müssten wir auch noch eine haben, die ich gerade kaum sehe. Aber da merkt man es. Da hat er irgendwas anderes reingestopft.
Tapete. So, da haben wir die Tapete draußen. Hier für die Steckdose und oben die korrespondierenden. Im Endeffekt für die, nee, nicht die korrespondierenden, die normale hier Zuleitung und Lampenleitung. Genau, Zuleitung schwarz, Lampenleitung grau. Und sonst haben wir überall Fähnchen, da wo die Steckdosen sind und so weiter. Ab und zu kann man sich auch einen Schraubendreher nehmen, den hier quasi so hinmachen, damit man sich das raushebelt, wenn man den so doll reingeschlagen hat. Und dann geht das schon. Hauptsache der Ausriss ist gut. Naja, ich werde hier auf jeden Fall weiter rumfummeln und die ganzen rausmachen. Und dann sehen wir uns später auf jeden Fall wieder. So, ich habe jetzt hier überall die Dings aufgeklopft. Und wir sind gerade hier im Schlafzimmer. Das Ding ist von der Steckdose hier. Hat er sich eine dreiadrige Leitung hier rausgezogen. Und hier wahrscheinlich in der Ecke hat er durchgebohrt. Dann habt ihr da einen Auslass aus der Wand gesehen. Nach oben hat er eine fünfadrige gezogen. Schwarz und grau sind leer geblieben und so weiter. Und lass uns mal kurz auf den Dachboden raufgehen. Weil das Ding ist hier, an der Stelle sehen wir erstmal den Schalter. Der schaltet aber irgendwie die Lampe gerade nicht. Da oben ist eine Lampe, wie man sehen kann. Dann geht da eine schwarze Leitung hier hinunter. Einmal komplett hin bis zum Schalter wahrscheinlich. Hier noch eine Abzweigdose. Hier noch eine Steckdose. Hier links ist die fünfadrige, die er gezogen hat. Hier kommt die raus. Kann man noch machen, was man dann möchte damit. Hat man hier auf jeden Fall guten Strom. Braun wird genutzt als Phase. Schwarz und Grau fällt weg. Blau Neutralleiter, Grün-Gelb Schutzleiter. Und ansonsten, genau, Steckdose, Abzweigdose. Hier die alte Lampe. Dann ist hier noch dieser SAT-Empfänger. Hier war wahrscheinlich oder wurde vorgesehen, Satellitenanschluss irgendwie. Ist hier was. Da ist noch eine Steckdose. Und dann geht das Kabel da in die Richtung hin. So sieht das Ganze hier auf dem Dachboden aus. Ist auch eine recht angenehme Luft hier oben. Und auch viel Platz. Könnte man theoretisch sogar ausbauen. Und hier noch ein Räumle hinmachen. Naja, muss er für sich wissen, wenn man hier die schönen Dämmwolle reinmacht unter den Ziegeln. Verkleidet mit Gipskarton, streicht. Dann hat man hier auf jeden Fall nochmal ein richtig schönes, einen schönen Raum. Also Decke stört auch nicht, ich kann hier wunderbar stehen überall, weil das ist echt gut, dass das Dach nicht so schräg ist, sondern man hier trotzdem noch extrem viel Platz hat. Ja, so viel dazu. So Freunde, das Ding ist ja Obergeschoss, haben wir ja gesagt, ist ja der obere Schalter. Hier können wir auch sehen, wenn wir ihn betätigen, dass da das Licht ausgeht und angeht. Ich lasse mal jetzt an, weil an der Stelle gehe ich kurz mit euch nach oben. Oben geht auf jeden Fall auch alles. Da haben wir ja einmal gesagt, dass der Schalter hier die Lampe im Endeffekt wieder ausschalten kann. Die Wechselschaltung, die läuft. Die Lampe befindet sich da oben. Das ist schon mal gut, dass diese Sache hier funktioniert. Des Weiteren haben wir hier auf dem schwarzen einmal Strom. Hier auf dem braunen auch. Da fehlt uns jetzt noch der Kontrollschalter für den Spiegelschrank. Aber der graue sollte auf jeden Fall Spiegelschrank schalten. Dann haben wir hier die Lampe. Da sehen wir bei der Steckdose schon mal, haben wir Strom. Wenn wir hier schalten, dann geht die Lampe auch an. Des Weiteren hier haben wir Strom. Der muss weitergebrückt werden, damit im Endeffekt hier im Schalter Strom anliegt. Dann würde auch hier an der Lampe Strom anliegen. Des Weiteren haben wir hier auf jeden Fall Strom, weil das rübergebrückt wurde von der Steckdose. In dem Raum läuft schon mal alles. Schlafzimmer, da oben ist die Lampe. Hier haben wir bei der Steckdose auf jeden Fall Strom. Des Weiteren kann ich hier einschalten. Jetzt ist das Licht an.
Und von dem Wechselschalter, weil wir das jetzt so gemacht haben, können wir die Lampe auch jetzt hier ausschalten, hier auch wieder einschalten und von dem Schalter dementsprechend zack auch wieder ausschalten. So viel dazu. Des Weiteren haben wir einmal hier Strom für die beiden Steckdosen. Hier haben wir auch Strom für die beiden Steckdosen. Da haben wir sowieso Strom. Oder ist das rübergebrückt? Ja, haben wir auch Strom. Bedeutet, die Lampe ist gerade auch unter Spannung mit Dauerstrom. Unten muss man bei den Arbeiten auf jeden Fall ausschalten. Aber der Elektriker weiß das auf jeden Fall schon. Hier haben wir Strom, Lichtschalter. Bringt auch die Lampe zum Leuchten. Und ja, hier haben wir auch Strom. Und hier am Ende auch für die beiden Steckdosen. Also Strom ist da, Lampendrähte sind alle richtig verbunden, da oben jeweils in den Abzweigdosen. Da sind auf jeden Fall noch Signaldeckel, da sieht man die Pünktchen, wenn man genau hinguckt. Naja, so viel dazu. Und hier müsste das dann auch alles laufen, wenn das hier verbunden ist miteinander. Aber hier ist von woanders, genau hier haben wir auch Strom. Und Spiegelschrank bekommt dann den Strom, wenn die Phase geschaltet ist. Aktuell ist da nichts, sonst wäre auch die Lampe jetzt so an. Ah, das ist schon mal gut hier mit der Lampe auf jeden Fall, dass die Wechselschaltung funktioniert, dass man da die richtigen Adern am Ende gefunden hat und auch nichts verloren gegangen ist. So, jetzt sind wir hier wieder im Obergeschoss. Das Ding ist die Abzweigdose, die sieht jetzt so aus. Ganz hinten haben sie die korrespondierenden und die Lampenleitung für den Spiegelschrank hingemacht und sonst immer N, L und PE miteinander gebrückt. Des Weiteren hier provisorisch wurde erstmal so ein Lichtschalter angebracht. Wir haben hier auf jeden Fall Phase, den Neutralleiter nach oben hin ausgeführt für einen Kontrollschalter, aber Kontrollschalter haben wir nicht da. Jetzt haben wir auf jeden Fall hier Spiegelschrankbeleuchtung, die funktioniert. Und die Steckdose hier im Endeffekt auch. So sieht das Ganze jetzt aus. Das ist schon mal gut, denn wenn Kontrollschalter da ist, auf jeden Fall Phase, abgehender zur Lampe und der Neutralleiter eben für die Kontrolllampe. Hier überall können wir ja Licht schon anmachen, haben wir auch Strom. Hier wurde jetzt gebrückt, das funktioniert. Und somit haben wir jetzt hier aktuell keinen Strom drauf. Und wenn ich jetzt einen Schalter betätige, zack, haben wir auch hier Strom drauf. Also die Sache funktioniert auch, dass da mit dem Außenleiter, dass der geschaltet ist, da sind die Steckdosen drin und so weiter. Und ich denke, Badezimmer können wir uns auch einmal angucken unten, wie es da weitergemacht wurde. Und noch andere Sachen. Lampen hat er in der Garage. Die er gekauft hat, da war ein paar, ich habe gesehen hier, das hier ist beispielsweise die Außenlampe mit Bewegungsmelder und so weiter. Und ja, schauen wir mal im Badezimmer, wie es hier vorangeschritten ist. Hier verkleidet er das auf jeden Fall, die ganzen Rohre dann mit Gipskarton. Und hier sieht man auch, wie schön der Holzkasten verkleidet wurde. Hier der Auslass gemacht für den Spiegelschrank und dann macht das optisch auf jeden Fall auch gut was her. Hier noch Fliesen, dann ihr wisst diese roten von Kaiser, die Aufdoppelungsstücke, damit man die Schalter noch ordentlich montieren kann. Und hier die Ausbrüche macht er und alles ganz schön, da auch ein Ausbruch. Und hier sieht man auch schon die Gipskartonplatte, die erste, die da angebracht wurde und dann die Schräge, dann kommen hier noch Spots rein. Da liegt die Lampenleitung, die Zuleitung. Genau, und hier haben wir ja schon den Kontrollschalter drin. Ist gerade ausgeschaltet, aber funktioniert auf jeden Fall. Jetzt ist da oben theoretisch am Ende der Leitung auch. Muss man immer aufpassen, wenn es abgeschnitten ist und so weiter. Falls das, die sich berühren, da L und N oder L und PE, dann kann es knallen. Aber ich weiß schon, dass es in dem Fall jetzt nicht so ist. So, hier auf jeden Fall im Badezimmer bezüglich der Spots, da kommen die 120 mm, deswegen hat er hier 110 mm Löcher gebohrt und die hier schon aushängen lassen, damit die nicht verloren gehen.
Und mit den Trafos wurde das so gelöst, dass die Zuleitung auf Dreierwagus drauf geht, der Schutzleiter durchverbunden, dann einmal hier für den Trafo L und N, was dann für drei Lampen sorgt und dann oben nochmal abgegriffen von den Vagus, hier L und N für den zweiten Trafo und so sieht das Ganze aus. Dann kann man da insgesamt sechs Lampen dran anschließen. So, die eine Lampe hier von Steinl, die ich euch gezeigt habe, die kommt wieder zurück. Des Weiteren hat er einmal hier eine für den Außenbereich, der bewegt sich sogar dementsprechend, wo die Person gerade rumläuft, verfolgt die dich. Und dann hat er hier noch eine mit dem Außenbereich mit Kamera, auch Bewegungsmelder, auch smart. Zu der Wechselschaltung hier, ich glaube, das mit den LED-Stripes heute gar nicht gezeigt. Hier die rechte Wippe, die macht die LED-Stripes auf jeden Fall aus. Und hier kann ich sie wieder einschalten auch natürlich. Und von der anderen Seite funktioniert es auch. Also die rechte Wippe, die ist ja für die Spots. Und die linke Wippe hier an der Stelle, über die kann ich die Stripes dementsprechend wieder aus- und einschalten. Und wenn es an ist, kann ich die auch hier von dem Schalter dementsprechend wieder hier die rechte LED-Stripes. Ah ne, das war Haupt. Ne, das war LED-Stripes. Also ich kann die wieder hier einschalten, ausschalten und linke Wippe die andere. Da muss man immer aufpassen. Da hat man ja zwei korrespondierende, also zwei fünfadrige und schwarz und grau. Von der linken Wippe beispielsweise muss doch auf die linke sein und die andere auf die rechte. Wenn man beispielsweise von einer den schwarzen drauf macht und von der anderen den grauen und die so vertauscht, dann hat man nicht das gewünschte Ergebnis. Dann wäre es bei einer gewissen Schalterstellung beispielsweise so, dass man einschaltet und dann switchen die. Dann leuchtet einmal jetzt Spots und LED Stripes ist aus. Wenn man nochmal drückt, dann wechseln die ab, sodass dann dementsprechend die Spots an sind und die LED Stripes, also sowas Umgekehrtes auf jeden Fall. Oh, wir haben einen Fehler an der Schaltung. Ich schalte ihn aus, geht das an und das aus. Auch nicht schlecht. Ja, Verdrahtungsfehler. Und hier im Badezimmer nimmt es jetzt auch langsam Gestalt an. Hier, wie gesagt, die Zuleitung mit den Trafos. Und hier geht es weiter. Hier an der Stelle geht es weiter mit den Löchern. So, wir wissen ja, dass hier an der Stelle ein Kamin ist. Der hat sich hier jetzt auch einen Durchbruch gemacht fürs Rohr, weil die gern hier an der Stelle einen Kamin haben möchten und so weiter, damit man es hier schön kuschelig warm hat an der Stelle. Andere Sache ist super eigenartig gewesen. Ihr habt ja gesehen, das mit dem Trafo und so weiter, dass drei Lampen pro Trafo angesteuert werden. Die hat er sich jetzt hier zurechtgebündelt, damit man die nicht einbauen muss und wieder ausbauen, einfach damit er hier arbeiten kann, verspachteln, streichen und so weiter. Wir hatten die ersten vier Spots drin, die ersten drei schon angeklemmt, dann einen einzelnen auf den nächsten Trafo. Die drei haben geleuchtet, der alleine auf einem Trafo gewesen ist, der hat nicht geleuchtet. Dann habe ich nochmal gecheckt, ist eigentlich richtig angeschlossen und so weiter, plus minus, rot plus, schwarz minus. Und dann habe ich gesagt, kann sein mit dem Widerstand und so weiter, dass alle drei Lampen dran sein müssen, was eigentlich Unfug ist. Weil wenn man nur fünf oder so einbauen möchte, müsste man ja theoretisch dann am Ende eine Lampe in die Decke schmeißen und die leuchtet dann da oben und keiner sieht, so nach dem Motto. Auf jeden Fall hat es funktioniert. Jetzt haben wir hier Kontrolllampe an und über zwei Trafos leuchten alle Lampen. Hier kann man das sehen mit Kleinspannung. Die beiden hier leuchten an der Stelle, die beiden, die leuchten auch und der letzte hier auch. Also jetzt funktioniert es auf jeden Fall. 110 mm Löcher gebohrt, 120 mm Außendurchmesser, Kontrolllampe leuchtet. Ihr habt gesehen, wie das gemacht wurde. Das Ding ist die Phase hier an dem Schalter, die wurde schon weiter gebrückt. Da sieht man die Phase auf der Vago. Das hier, was hier jetzt noch ist, ist Lampenleitung, Spiegelschrank und eine, die runtergeführt wird zu der Dose. Also hier die beiden sind spannungsfrei. Zuleitung kommt rein auf die Vago, Zuleitung geht weiter hier zu dem Schalter. Und ihr habt ja selber gesehen, dass wir dann hier von dem Schalter eine dreiadrige hochgebrückt haben, damit jetzt zwei Trafos bespeist und da jetzt die Lampen dran angeschlossen, wie der Hersteller es halt haben möchte. Genau, und so funktioniert es jetzt. Richtig, richtig gut.
Genau, lass uns noch mal kurz in die Garage gehen. Und dann würde ich auch gleich sagen, dass es das mit dem Update für heute gewesen ist, denke ich mal. Ist auch schon dunkel jetzt an der Stelle. Ja, und das ist auch so der Grund, weswegen man eine Wechselschaltung machen sollte. Auf jeden Fall da neben der Tür, weil man da uroft reingeht und man sich immer den Weg hier bahnen muss. Da merkt man es, bis man hier bei dem Schalter angekommen ist, weil hier haben sie nur eine Ausschaltung gemacht. Also da an der Tür machen wir auf jeden Fall im Endeffekt auch noch einen Aufputzschalter hin. Gut, was haben wir hier? Also der hat sich auf jeden Fall die Lampen geholt, die auch in den Wohnräumen Anwendung finden. Das hier werden wahrscheinlich 1, 2, 3 genau die Außenbeleuchtungen werden. Wo er auch übrigens Silikon gemacht hat, oben bei den Lampenauslässen. Kann man aber gerade nicht sehen, da wo die Leitungen sind, umherum einfach ein bisschen Silikon hingeschmiert, weil der eh Badezimmer gemacht hat und so weiter. Deswegen, genau, sonst haben wir hier nichts Neues. Innen drin haben wir die eine Lampe hier für außen gesehen an der Dings. Hier haben wir noch normale Deckenleuchten. Ah, eine Sache habe ich doch noch gesehen. Drinne, glaube ich, oder? Ne, hier tatsächlich. LED-Pendel. Na. Hier auf jeden Fall so ein schöner LED-Pendel. Ich glaube, dass er den auf jeden Fall im Eingangsbereich an der Decke... Ah ne, da wollte er Spots machen. Naja, mal schauen, wofür er das hier benutzt. Aber sieht auf jeden Fall schön aus, schön flach. LED, 2200 Lumen, 3000 bis 6500 Kelvin. Also kaltweiß, warmweiß, dim und Remote Control. Naja. Also ist auf jeden Fall noch eine Menge zu tun. Garage, Wechselschaltung machen, neue Lampe anbringen, über Taster, wahrscheinlich auch zwei Taster, einen hier an der Tür, einen am Garagentor, um das mit dem Antrieb zu machen, ein paar neue Steckdosen. Er hat hier nur einmal 3x2,5 Quadrat, der hat sich noch Erdleitung geholt, 2,5 Quadrat, 5x2,5, weil er definitiv für Schweißgerät und so weiter auch noch in der Garage Drehstrom haben möchte. Und ich habe geguckt, wenn man zuschaltet, eine schwarze Phase, 2,5 Quadrat, geht hier nur für die Garage, deswegen reicht das nicht aus. Aber die nutzen wir auf jeden Fall für Beleuchtungskram und so weiter, für ein paar Steckdosen. Und sonst kommt dann noch CEE, 16 Ampere und so weiter. Das war's mit dem Video. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.